Auf der Kinderstation wurde einem kleinen Patienten vor 3 Tagen der Blinddarm entfernt. Der 12-jährige Diabetiker Jan wird der Kinderärztin Dr. Magda Kauderbach und Schwester Birgit aber vor allem nach der Operation Sorgen bereiten. Hey, Kevin, Lina, langsam. Ja, entschuldige. Auch wenn du heute entlassen wärst. Ach Gott, ein Wildfang. Der hat's richtig drauf, ne? Ja. So, wollten wir jetzt zum Jan noch mal reingehen? Bitte einmal noch gucken, ja, dann. Dem geht's aber gut. Hallo Jan. Was ist das denn? Oh, was ist denn hier los? Ina? Oh Mann. Ja. Sag mal, was haben wir? Komm mal bitte. Komm mal her. Jetzt würde ich aber erstmal hier befreien. Was ist denn mit dir passiert? Ich war echt entsetzt, als ich den Jan davor gefunden habe mit der Ärztin. Wirklich am Bett gefesselt, mit einem Stück Schokoladenkuchen im Mund. Also da hört der Spaß auf, das ist keine Spielerei. Auch wenn der Jan uns das so verkaufen wollte. War alles nur Spiel. Wer war denn das? Wer hat dich denn hier angebunden? War das gerade der Kevin und die Ina? Ja, aber das waren alles nur Spiel. Das machen okay. wir immer. Na, also ich glaube, mit denen muss ich aber mal ein ernstes Wörtchen reden, du. Nein, bitte nicht. Das ist ja aber wohl überhaupt kein Spiel. Und auch nichts meiner Oma erzählen, dann wird es auch nur noch schlimmer. Dann macht sie sich auch noch mehr Sorgen. Okay, bist du sicher, dass wir deiner Oma ja, nichts sagen bitte sollen? Nicht sagen. Aber Jan, das war ja kein Spaß mehr, dich hier festbinden am Bett, dir ein Stück Schokoladenkuchen. Du weißt genau, du bist Diabetiker, das ist nicht lustig. Und überhaupt fesseln und knebeln, finde ich, ist ja irgendwie auch kein Spiel hier. Das ist ja Spiel. Du hast aber nicht begeistert ausgesehen. Nee, also das finde ich aber auch ein bisschen komisch, das muss ich mir aber nochmal Ja, bitte? Hallo, da kommt die Oma, ich bin wieder da. Hallo, Frau Mang. Hallo. Hallo. Was ist denn hier los? Du liebe Zeit. Jan, hast du etwas Schokolade gegessen? Nein, habe ich nicht. Aber du hast doch alles voll am Mund. Nein. Zusätzlich dazu, dass es eben einfach wirklich gemein war, ihn zu fesseln und ihm Schokoladenkuchen in den Mund zu stecken, war es in diesem Fall auch noch potenziell gefährlich, da Jan ja eben ein Diabetiker ist und da man, wenn ein Diabetiker Süßigkeiten zu sich nimmt, eben auch entsprechend Insulin spritzen muss. Das heißt, es kann durch einen unerlaubten Verzehr von Süßigkeiten natürlich zu starken Hyperglykämiespitzen kommen. Oh je. Lass noch einmal gerade schauen. Los, Jan. Okay, das sieht aber auch alles soweit reizlos aus. Wie ist es denn eigentlich mit dem Ekzem an den Beinen? Ist das auch besser geworden? Zeig ich mal. Ja, da ist noch eine leichte Rötung. Das war ja aber auch sehr viel schlimmer. Ja, ne? Viel, viel besser geworden. Ja. Das sieht doch schön aus. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ja, prima. Da hat das gut geholfen. Das hat ganz gut geholfen. Und diese neue Bettwäsche, die habt ihr extra genommen, ne? Nee. Ich habe die extra gekauft und ihm mitgebracht. Ach so. Das ist so eine antiallergische mit Bettdecke, weil er hier auf die Bettwäsche von uns irgendwie reagiert hat. Ganz dringend was. Ja. Geht's denn? Guck mal, da steht dein Wasser. Ganz schnell was zu trinken. Was zu trinken? Hast du da Durst? Ja. Bist du ein bisschen angeschlagen? Ist auch ganz nass geschwitzt. Okay, so ein bisschen. Na gut, es ist auch warm hier drin. Aber ist dir ein bisschen übel? Nein. Nee? Muss ja doch ein bisschen auf. Misst doch mal bitte mal, Blutzucker, fest, ja? Dann ist das besser. Dass wir das mal checken. Verschüttest du nachher alles? Hast du so einen starken Durst jetzt? Oh, das ist aber auch nicht normal. Als sich die Situation bei Jan dann gerade wieder etwas beruhigt hatte, wurde er auf einmal unruhig. Er entwickelte einen großen Durst und klagte über Bauchschmerzen, machte also einfach einen unguten Eindruck, sodass ich sofort erstmal entschieden habe, wir müssen direkt den Blutzucker messen. So, Achtung. Junge, hast du denn vorhin überhaupt dein Insulin gespritzt? Bitte sag die Wahrheit. Hab ich. Oma, wirklich? Hab ich, mache ich immer. Und der Kuchen? Den hast du gegessen? Nein. So, halt mal fest. Ja. Ich denke, an dem Kuchen lag das auch nicht. Wir gucken jetzt erstmal, wie überhaupt der Blutzucker ist. Ne? Müssen wir erstmal schauen. Guck mal, ob sich da überhaupt was zeigt. Das ist ja ein Schreck nach dem anderen hier. 380. Okay, das ist ziemlich hoch. Ja, das ist ja doch schon deutlich angestiegen. Dann gib ihm doch mal bitte 4 Einheiten von dem schnell wirksamen Insulin. Ja, da braucht er jetzt doch noch mal was dazu. Guck mal, ich habe ja als Trost noch den. Nein, Oma, ich bin keine 3 Jahre alt und das ist was für Mädchen. Junge, was ist denn los mit dir? Jan scheint nicht nur sein Diabetes zu belasten. Die Kinderärztin muss unbedingt herausfinden, warum sein Blutzuckerspiegel so gefährlich in die Höhe schnellt und wieso der Schüler plötzlich wie ausgewechselt ist. Aber erstmal braucht Oma Hilde wärmende Worte. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich machen soll.
Ich bin ja auch alleine mit ihm. Und vor 2 Jahren sind seine Eltern verunglückt mit dem Auto. Ja. Und seitdem habe ich ihn aufgenommen und kümmere mich um ihn und versuche mein Bestes zu geben. Und ich komme einfach nicht an ihn ran. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Ich glaube, Sie machen das aber wirklich sehr, sehr gut. Die Frau Mang hat mir wirklich sehr leid getan. Sie war eine extrem liebevolle Oma, die wirklich ein schweres Leben hatte. Sie hat ihr eigenes Kind verloren, hat dann den Enkel großgezogen, der eben auch noch mit einer chronischen Krankheit behaftet ist. Jetzt in der Pubertät hat er sich gegen die Großmutter gewendet, wollte eben nicht mehr so betüdelt werden. Das ist ihr anfangs schwer gefallen, so einen pubertierenden Jungen jetzt zu betreuen. Und ich muss sagen, ich war wirklich beeindruckt, wie liebevoll und zugewandt sie sich dem Kind gewidmet hat, und ich bin mir ganz sicher, dass das sicherlich ein gutes Ende nehmen wird. Es wird allerdings vor allem ein überraschendes Ende nehmen. Etwas Unerwartetes ist es auch, was Jan schon kurz nach der Verabschiedung von Großmama Hilde von den Socken haut. Und nicht nur ihn. Ey Leute, was denn hier los? Hallo, 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 hallo. Du bleibst mal hier, mein Fräulein. Kannst du mir mal sagen, was ihr macht? Ich. Als die zwei bemerkten, dass nicht nur der Jan ins Zimmer kommt, sondern auch noch eine Krankenschwester hinterher, wollten die natürlich die Flucht ergreifen. Das Mädel konnte ich ja noch packen, aber der Kevin war schnell. Aber nicht lange, der war nicht lange schnell, denn auf einmal hörten wir einen riesigen Schrei und einen Bums. Ja, und da sahen wir, was passiert war. Sag mal, was ist denn hier los mit euch? Spinnt ihr oder was? Was ist los? Was hast du gemacht? Ja, Strafe fällt auf den Fuß. Die haben mit Brot geschmissen. Glaube ich ja nicht, wirklich. Die Klappe, Ina. Sag mal, Ina, was soll das? Was machst du für einen Blödsinn? Ja, ich wäre sonst dran, wenn er jetzt mich nicht gezwungen hätte. Die Klappe, miese Petze, was er als nächstes dran gewesen. Ihr seid doch Klassenkameraden, ihr geht doch mit Jan in eine Klasse, oder? Ich nicht, aber er schon. Mann, wie im Kindergarten, beschmeißen die da mit Brot, ehrlich. Ich geh jetzt mal zum Jan. Dr. Kauderbach will sich derweil um Kevins Hand kümmern. Der 13-Jährige wartete eigentlich nur darauf, von seinen Eltern abgeholt zu werden. Aber bevor die Kinderärztin sich die Verletzung des Schülers ansehen kann, alarmiert sie einen Ruf von Schwester Birgit abermals. Immer wenn hier Stress mit den Kindern war, dann ist irgendwas. Ja, was hast du denn, Jan? Meine Brust tut mir weh. Die Brust tut weh. Durst, er zittert. Okay. Als ich gerade mit Kevin beschäftigt war und mir sein geschwollenes Handgelenk näher angucken wollte, schlug Schwester Birgit plötzlich Alarm. Ich sollte noch mal wieder zu Jan ins Zimmer kommen, dem es erneut schlecht ging. Und hier wartete wieder eine erneute Hyperglykämie auf uns. Du hast definitiv gespritzt. Ich weiß, ich frage schon wieder nach, aber ich weiß, dass du zuverlässig bist. Sag mal, und irgendwas genascht zwischendurch oder so hast du nicht? Und die anderen haben dich auch nicht gezwungen, irgendwas zu trinken oder so, Apfelsaft oder was? Nee, war nichts gewesen, ja? Aber in den letzten Minuten muss etwas passiert sein, das Jans Blutzucker in die Höhe treibt. Der Fall lässt der Kinderärztin und der Schwester keine Ruhe. Und auch Jan leidet, denn der plötzlich ansteigende Zuckerwert ist purer Stress für den 12-Jährigen. Wenn ich es nicht besser wüsste, immer wenn die beiden Kevin und Ina da mit dem da irgendwelchen Schabernack machen, schießt der mit seinem Blutzucker so ab. Ja, gut. Aber sag mal, rein psychisch kann das nicht sein. Also das muss noch einen anderen Grund geben. Also wenn die ihm jetzt nichts zu trinken gegeben haben, das glaube ich auch nicht, ne? Dass er jetzt irgendwas genascht hat oder dass sie ihn gezwungen haben, was zu essen, das kann ich mir nicht vorstellen. Der ist auch gewissenhaft, der Jan. Ja, das hätte er uns, glaube ich, auch gesagt. Also ich denke, wir müssen trotzdem noch mal gucken, ob sich vielleicht irgendwo im Mülleimer oder schau doch noch mal, vielleicht sollten wir das einfach alles noch mal checken, sicherheitshalber. Denn ich mache mir wirklich Sorgen. Ja. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass der so jedes Mal so abgeht nach oben. Und er hat ja dann auch, ihm geht's ja auch wirklich schlecht. Ja. Aber nachdem eine Krankenschwester Jan Insulin verabreicht hat, geht es dem Schüler wieder gut. Seinem Mobber Kevin allerdings nicht. Der 13-Jährige schiebt gewaltig Frust. Nicht nur wegen seines verletzten Handgelenks. Also ich befürchte schon, dass du dir den Arm da unten gebrochen hast. Ja. Da müssen wir jetzt erst noch mal ein Röntgenbild machen. Ne, da melden wir ihn jetzt gleich mal an. Dann kann er noch ein paar Schmerztropfen bekommen, ne, dass es nicht so doll wehtut. Ja. Es kann natürlich gut sein, dass du damit jetzt noch ein paar Tage hier bleiben musst. Ne, mit dem heute nach Hause gehen. Nein, ich will nach Hause. Ich habe keinen Bock mehr auf Klinik. Ja, das verstehe ich schon. Aber ich meine, da ist ja nun eindeutig was passiert. Außerdem habe ich doch gar kein Zimmer mehr. Ja, gut, das wird sich finden. Nee, Kevin, echt. Ich bin echt sauer, Magda. Ja. Heute Morgen den Bullshit mit dem Festbinden und ein Schokodings in den Mund stopfen. Da sagt der Jan, das macht ihr immer so, nehmt euch in Schutz. Jetzt mit dem Brot. Nicht nur, dass man nicht mit Essen wirft,
Das ist die eine Sache. Du hast mich beworfen. Das nehme ich dir persönlich schon mal ziemlich übel. Ihr seid doch sogar Klassenkameraden, oder nicht? Nein, ich bin eine Klasse über ihm. Hör mal, dann ist es doch noch wichtiger. Du bist doch älter als er. Und dann machst du... Was ist denn los mit dir? Der kleine Fettsack soll sich mal zufrieden geben, dass ich mit ihm überhaupt beschäftige. Sonst verrottet er wahrscheinlich noch da. Kevin, ich bitte dich. Was ist denn los? Warum bist du denn auf einmal so sauer? Der bekommt alles. Ständig wird er jeden Tag mit dir von seiner Oma zur Schule gefahren. Er bekommt alles. Er hat die neuesten Sachen. Was hab ich? Ich hab gar nichts. Meine Eltern interessieren sich einen Scheißdreck für mich. Ach, Kevin, das wusste ich nicht. So empfindest du das? Ja, ich sollte heute Mittag abgeholt werden. Und meine Eltern, wo sind die? Wo sind die? Ja, das ist ja schon in Ordnung, aber trotzdem dürft ihr nicht den anderen so dafür angehen. Ne? Also das ist, finde ich, das war schon eine ziemlich harte Nummer. Das muss man schon eindeutig sagen, wie ihr den Jan behandelt habt. Ja, der Kevin. Also so im Nachhinein tut er mir schon so ein bisschen leid. Er ist eigentlich traurig gewesen. Er war neidisch auf den Jan, dass der eine Großmutter hatte, die ihn versorgt hat, die ihn jeden Tag besucht hat, was mitgebracht hat. Und der Kevin hatte keinen. In der Woche, wo er hier lag, glaube ich, zweimal Besuch bekommen. Und keiner hat sich so richtig um ihn gekümmert. Und dieses Mobbing ist einfach aus Neid entstanden, wie es halt so häufig ist. Und da tat er mir schon so ein kleines bisschen leid. Kevins Handgelenk muss direkt geschient werden, weil es tatsächlich gebrochen ist. Am nächsten Morgen hat Dr. Kauderbach wichtige Neuigkeiten für Oma Hilde und Enkel Jan. Im Krankenzimmer bietet sich der Ärztin ein ungewohnter Anblick. Hallo, na, ihr zwei habt euch schon angefreundet, was? Ist in Ordnung, alles gut. Ja, bei dir wollte ich gucken, haben wir ja gestern schon bald besprochen, ne? Dein Arm ist ja eben gebrochen, die Schiene musst du erstmal noch weiter tragen. Ich denke aber, du kannst, wenn das jetzt heute Nacht alles unauffällig ist, kannst du morgen nach Hause. Dann müssen wir mit deinen Eltern noch mal sprechen. Ich habe schon angerufen. Ich würde morgen ganz gerne auch mit euch gemeinsam noch mal sprechen, bevor du nach Hause gehst. Ja. Vielleicht kann ja Schwester Birgit dann auch mal dabei sein, ja? Dann wäre das vielleicht eine ganz gute Idee, dass wir da auch noch mal mit denen sprechen. Vielleicht können wir da auch ein bisschen ins Positive noch wandeln, ne? Okay, dann machen wir das so. Ja, und wir haben noch mal ein bisschen Detektiv gespielt und haben auch was gefunden, was sehr wahrscheinlich eben auch die Ursache für diese Hyperglykämie-Spitzen ist. Und zwar haben wir diese Creme im Abfallkorb gefunden. Ja. Kennen Sie die? Ja, das ist meine. Die habe ich von meiner Freundin mal bekommen. Und die hilft mir ganz toll bei der Schuppenflechte. Und da habe ich gedacht, dann hilft es dem Jan auch. Ne? Da haben Sie sie dann verwandt und haben ihm die Unterschenkel täglich mehrfach eingecremt wahrscheinlich, ja? Ja, immer wenn ich gekommen bin, habe ich sie eingecremt. Ja, gut, das das erklärt uns letztendlich jetzt schon diese unklaren Anstieg des Blutzuckers. Denn Cortison ist ja in dieser Creme hier extrem hoch dosiert. Das ist eben nur eine Creme für Erwachsene. Und gerade bei ihm waren eben auch eine relativ große Körperfläche, die dann behandelt wurde. Das kann dann wirklich zu diesen Blutzuckeranstiegen führen. Das heißt also, sehr, sehr wahrscheinlich ist das eben die Ursache für sein schlechtes Allgemeinbefinden und eben auch diesen hohen Blutzucker. Oh Jan, was habe ich dir da bloß angetan? Kannst du mir da noch mal verzeihen, Junge? Ja. Mensch, Oma, lass mich in Ruhe. Alle behandeln mich wie ein Lappen. Wie ein Lappen? Ja. Oh je. Du bist auch gar kein Lappen. Bist du nicht. Ich find's echt super, wie du ohne Eltern so zurechtkommst. Pass auf, das war echt scheiße, wie wir dich hier behandelt haben, dass wir dich mit Essen abgeworfen haben. Tut mir alles wahnsinnig leid. Und in der Schule, ich klär das mit den Jungs, dass sie dich nicht mehr mobben. Okay. Hab ich jetzt irgendwas jetzt nicht verstanden? Was ist mit euch? Alles okay. Alles okay? Ihr Enkel hat das geregelt. Ich denke, der Große. Die Jungs haben das super hinbekommen hier. So, der Jan hat sich ja wirklich selber ein bisschen runtergeputzt, hat gesagt, ich sterbe von so einer doofen Salbe, ich bin Lappen, keiner nimmt mich für voll. Seine Oma bringt ihm noch so ein Schweineinhorn mit, was ja wirklich für Mädchen ist. Ich verstehe ihn auch. Aber dann kam Kevin ins Spiel, den ich wirklich völlig falsch eingeschätzt hatte. Bietet ihm die Faust an, die Ghetto-Faust, und sagt, Jan, ich bin für dich da und ich helfe dir. Das fand ich ganz großartig und ich glaube, der hat jetzt einen neuen Freund. Nachdem Jan nicht mehr mit der kortisonhaltigen Salbe in Berührung kam, stieg auch sein Blutzucker nicht mehr an. Der 12-Jährige und Schulkamerad Kevin konnten die Klinik am folgenden Tag verlassen. Die Jungs sind inzwischen gute Freunde.